Hallo, ich bin Carsten in der Elfringhäuser Schweiz. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich ein Stück begleiten. Die Elfringhäuser Schweiz befindet sich so am südlichen Rand des Ruhrgebiets, am Übergang zum Bergischen Land, gehört zu Velbert. Und ich war hier noch nie. Ich bin mal gespannt, was mich hier so erwartet.
So, jetzt ist mal wieder Zeit. Heute gibt's mal Tee statt Kaffee. Es ist wirklich, die Sonne ist rausgekommen. Es ist wirklich wunderschönes Wetter. Da macht das Ganze hier natürlich viel, viel mehr Spaß. Wirklich eine wunderschöne Gegend hier, aber ich denke mal, im Sommer ist hier dermaßen viel los, dass ich hier im Sommer nicht noch mal hinkommen werde. Werde ich mal sehen, dass ich mein Wasser heiß kriege. Ich habe nämlich Durst. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend hier. Warum das Ding hier Elfinghäuser Schweiz genannt wird, ist mir jetzt auch klar, weil es geht die ganze Zeit nur bergauf, bergab. Ich bin hier an so einer Schutzhütte jetzt angelangt, die man zwar betreten kann, die aber keine Bänke hat. Aber die haben hier vor die Bänke stehen. Aber das Wetter ist schön, kein Problem. Dann kann ich halt hier Pause machen. So. Tee ist fertig. Prost. Hier kommen doch so einige Leute vorbei. Soll man gar nicht unterschätzen. Deswegen im Sommer, am Wochenende braucht man hier nicht hin. So, bin wieder unterwegs und es ist tatsächlich so, wie ich befürchtet habe. Und das im Winter an der Hütte geht es erstmal steil bergauf und auf einmal kamen mir immer mehr Menschen entgegen. Und richtig viel, dachte ich, oje, die Kamera brauchst jetzt nicht mehr rausholen. Ja. Und dann irgendwann kam ich aus dem Wald raus, aus so einer geteerten Straße. Und dann wurde es richtig voll. Ich dachte, Mensch, wo bin ich denn hier? Dann kommt man an einen bewirtschafteten Bauernhof, was wohl auch, welcher wohl auch Ausflugsziel ist hier in der Gegend. Mit Bauernladen und jetzt mal so ein Erlebnisbauernhof oder so.
jetzt bin ich fast am Ausgangspunkt der Wanderung zurück. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ist super Wetter. Nur es hat sich auch gelohnt, so früh hier hinzukommen, weil jetzt wird es richtig voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt das nächste Mal wieder mit. Bis dahin, tschüss.